Der Berg Huaycorren, einer der tödlichsten Supervulkane der Geschichte. Im Jahr 200 vor Christus hatte eine Reihe tödlicher Ausbrüche den dort lebenden Stamm fast ausgelöscht. Daher wandten sich die Ältesten an den großen Künstler Tiliktek-Talkaton, der ein Opfer für die Götter schuf. Das schmelzgoldene Idol. Es ist wunderschön. Und dennoch nicht so wunderschön wie du, Liebe meines Lebens, Hüterin und Liebkoserin meiner Lenden. Hätte ich mir geiler vorgestellt. Weil du keinen Sinn für wahre Schönheit hast, Zane! Die Legende besagt, dass der Huaycorren ausbrechen wird, wenn man das Idol von seinem Platz entfernt. Ja, das stimmt. Aber wie wir alle wissen, sind Legenden nur sehr selten wahr. Oh Scheiße, ich will nicht sterben! Verbissen wir uns, weg hier! Anscheinend ist die Legende doch wahr! Halt eine blöde Fresse, Zane! Super, hol uns sofort hier raus! Das geht nicht los, der Vulkan explodiert wie Willy Walkers Frau, wenn er die ganze Nacht in der Kneipe verbracht hat! Wir treffen uns auf der anderen Seite des Dschungels! Aber der Dschungel ist doch voller... Corpus Floraria, die Todesblume! Scheiße, Zane, laber mir nicht dazwischen! Der Vogel hat sich den Kampf versenkt. Oh, oh. Sieht aus, als wären die Eingeborenen gereizt. Guten Tag, ich bin Anwalt und vertrete den Stamm der Mondonesier. Wir bitten Sie höflich, das schmelzgoldene Idol nicht zu stehlen, da es kulturell bedeutet... Schwein gehabt! Jetzt müssen wir uns nie mehr Gedanken über rechtliche Fragen machen oder ob unser Handel moralisch korrekt ist. Rutschpartie! Gebt Fersengeld, sonst sehen wir uns bald die Radieschen von unten an. Keiner versteht dein altmodisches Gelaber. Was so ein Humbug! Bella, huhu, ja! Keine Panik, das Gift der Todesblume braucht 30 Minuten, bis es wirkt. In 10 Minuten erreichen wir ein Krankenhaus mit dem Gegengift. So ein Glück. Ohne dich würde ich nicht weiterleben wollen. Ich werde hier nicht sterben, Babe. Ich habe The Artist noch nicht gesehen. Oh Mann, der Film sieht so großartig aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 2011 noch ein besserer Film veröffentlicht wird. In diesem Jahr noch? Nein, da gebe ich dir recht. So, genug 2011 Gequatsche. Zane, was zum Geier soll das werden? Ich nehme nur das Idol an mich, mein erster Erwerb als neuer Chefarchäologe des Metropolitan. Aber wir arbeiten doch für das Smithsonian. Jetzt nicht mehr, Rippy. Ich lasse mich von dir nicht länger behandeln wie Scheiße. Was? Du bist der beste Untergebene, den ich je hatte. Das sage ich dir doch andauernd. Ich betrachte das als meine Kündigung. Leck mich! Du bist gefeuert! Schön, ich freue mich schon auf meine Abfindung. Nein, 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 du hast gekündigt. Das hat jeder gehört. Los, hinter dem Schnellboot her! Sicher? Du siehst gar nicht gut aus. Das Idol hat Priorität. Wir haben Zeit, es zu holen und mich ins Krankenhaus zu schaffen. Super, ich bin nicht in Peitschenreichweite. Wir müssen näher ran. Peitsch! Peitsch! Gut, noch ein kleines Stückchen. Oh, ich kann überhaupt nicht sehen. Hast du das Idol? Ja, ich habe es, Babe. Ich sterbe, Rip. Leb wohl, mein Liebster. Liebkoser meiner Lenden. Nein, ich werde dich nicht sterben lassen. Das lasse ich nicht zu, niemals! Vor 12 Jahren hat Rip Dickman seine Frau Bella sterben lassen. In dieser Zeit ist Rips ehemaliger Assistent St. Roy zum größten Archäologen der Welt aufgestiegen. Während Rip, der vom Smithsonian gefeuert wurde, jetzt ein Versager ist, ein Niemand, eine echte Wo-steckt-er-Nummer. Verzeihen Sie, dass ich weiterrede, aber mein Produzent sagt, wir haben zu wenig Text und ich soll improvisieren. Man fragt sich, was Rip heutzutage treibt. Ich vermute, er sitzt einfach zu Hause und holt sich einen runter. Er spielt 5 gegen Willy. Und dann heult er, weil er glaubt, dass er irgendwie seine tote Frau betrügt, für deren Tod er verantwortlich ist. Dann spritzt er ab, aber so gelangweilt und mit halber Energie, dass er eigentlich nichts davon hat. Vielleicht habe ich eine zu blühende Fantasie, aber der Typ ist ein Versager. Morgen, Agatha. Hat ein Museum angerufen und wollte mich sprechen? Seit 10 Jahren hat kein Museum mehr angerufen, Rip. Oh, ich bitte um Entschuldigung, weil ich Hoffnung habe! Es gibt keinen Grund, so zu schreien. Sie haben recht. Tut mir sehr leid, ehrlich. Sie sind bloß einsam. Sie sollten mal wieder auf Dates gehen. Danke, Agatha. Aber die einzige Art von Daten, die mich interessiert, ist die Kohlenstoffdatierung. Ja, Der Jeep ist jetzt sauber, Rip. War eine ganz schöne Arbeit. Das ganze Lenkrad war übersät mit Tränenflecken. Du musst geheult haben wie ein Schlosshund. Ja, danke, Swooper. Wenn jemand nach mir fragt, ich bin in meiner Geheimkammer. Also in deinem privaten Scheißhaus für deinen Morgenschiss. Nein. Der Heilige Gral. Damit beschreibt man mittlerweile die coolsten Sachen in jedem anderen Bereich. Aber in der Archäologie ist es tatsächlich der Heilige Gral. Ja, Saltine. Haben Sie mal versucht, den Heiligen Gral zu finden? Naja, jeder Buddler, der was auf sich hält, hat sich mal auf die Suche gemacht. Aber sein Standort ist das größte Geheimnis der Archäologie. Der Legende nach reicht nur ein Schluck aus ihm, um jedes Leiden zu heilen. Wenn also jemand aus der Klasse ihn finden würde, bekämen wir dann Extrapunkte? Ja, klaro. Cool. Hört mal her, Leute. Ihr braucht mich am Wochenende nicht auf Partys einzuladen. Ich hab schon was vor. Ah, friss doch Scheiße, du Nerd! Ich würde lieber in besagter Scheiße graben, um Geheimnisse der Vergangenheit zu entdecken. Wow, du bist wohl so eine richtig fröhliche. Sicher, warum auch nicht? Ich studiere Archäologie. Das ist der beste Job der Welt. Vermissen Sie ihn nicht? Natürlich vermisse ich ihn. Die Ehre, den Ruhm. Ich sehne mich immer noch danach. So wie der Wolfswelpe sich nach der harten, aber glänzenden Zitze seiner Mutter sehnt. Aber jetzt übe ich eine Tätigkeit aus, die entwürdigender kaum sein könnte.
unterrichten. Dann hätten Sie Ihre Frau nicht töten sollen. Ich habe sie nicht getötet. Das war ein Vogel. Gib mir noch einen Rum, Chatter. Pur. Professor, hier drüben. Ich bin's, die Studentin, die Sie hassen. Scheiße, noch eins. Was hast du denn hier zu suchen? Hören Sie, ich habe darüber nachgedacht, wie traurig Sie heute waren. Also habe ich nachgeforscht und jetzt weiß ich, wie Sie wieder ein Archäologe werden. Quail Egan. Dieser langhaarige Milliardär? Genau der. Er baut ein neues Museum und er braucht einen Chefarchäologen. Deswegen veranstaltet er einen großen Wettbewerb, der bereits heute Abend losgeht. Nehmen Sie daran teil. Oh, das ist schon ein verlockender Vorschlag. Genau meine Meinung. Und Sie können mich als Ihre Assistentin mitnehmen. Ha, von wegen. Rip Dickman ist solo unterwegs. Aber laut Archäologenverband braucht man einen Assistenten. Oh, dumme Gewerkschaft, die sich dumme Regeln ausdenkt, damit ich nicht sterbe. Aber ich werde dich trotzdem nicht einstellen. Wir kennen uns doch gar nicht. Im Ernst, ich weiß ja nicht mal. Stehst du auf Jazz? Überhaupt nicht. Aber ich wollte schon immer eine Archi werden. Okay. Ich bin eine Amateurerfinderin. Okay. Ich liebe Latein. Und oder sollte ich sagen, amo linguam latinam. Oh ja, check ich nicht. Und meine Eltern haben mich verstoßen, weil sie Archäologie hassen. Also bist du de facto eine Weise. Gut geschwafelt, Kleine, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir uns auf kosmischer Ebene verstehen. An der Wiege des neuronalen Netzwerks, wie bei Avatar. Die Veranstaltung beginnt in 15 Minuten und Sie müssen einen Assistenten haben. Eingestellt. Wow, hier sind alle Archis auf der Welt versammelt. Felix Cadbury, Kate Kwan, Indiana Jones. Und Zane Troy. Wow. Ernsthaft? Tut mir leid, ich weiß, er hat sie betrogen, aber er ist halt der berühmteste Mensch der Welt. Oh, scheiße, nicht hingucken, nicht hingucken. Rip Dickman, anscheinend waren die Gerüchte doch wahr. Du bist wirklich fetter geworden. Was hast du hier zu suchen, Zane? Bezahlt das Metropolitan so schlecht? Ich bin Geschäftsmann Rip. Ich muss mir alle Optionen offen halten und außerdem wird Troy überbewertet. Allerdings, da stimme ich zu. Moment mal, das war eine Anspielung auf deinen Verrat. Zoltin, hau dem Kerl in die Nüsse. Was? Vergiss es, du hast geblinzelt, das war's. Entschuldigung. Weißt du, Rippy, wir haben schon immer gut zusammengearbeitet. Wenn du daran interessiert bist, Partner zu werden und 50-50 zu teilen, ruf an. Was? Im Ernst? Oh, mieses Stück Scheiße. Ich steck sie mir trotzdem mal in die Tasche. Nein, behalten Sie die nicht, Rip. Das ist eine Beleidigung. Du musst noch neu sein. Er schafft es nicht, Dinge wegzuwerfen. Er ist weniger ein Archäologe und mehr ein Horter. Das wurde nie diagnostiziert! Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Quail Egan. Kleine Show-Einladung. Nun, wie Sie wissen, bin ich in allem der Beste. Ich habe das beste Elektroauto, die besten Raketen und auch das beste Hologramm von mir selbst. Und jetzt habe ich mir noch ein viel höheres Ziel gesteckt. Das Egan. Bei Fertigstellung wird es das größte Museum der Welt sein. Das Einzige, was noch fehlt, ist... Ein Froyo-Automat. Eine Sammlung. Und da kommt nun ihr alle ins Spiel. Ich veranstalte einen Wettbewerb. Kann mir jemand von den Anwesenden sagen, was das ist? Ha! Kinderkacke! Das ist der Helm des Hammurabi. Rip Dickman, da werden Erinnerungen wach. Oh, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Oh. Es ist nichts Persönliches. Ich schwöre, das hier ist mein wahres Ziel. Oh. Ganz so leicht werdet ihr mich nicht los. Aber du hast recht, Rip. Vor 4000 Jahren hat Hammurabi Mesopotamien erobert. Dabei trug er diesen Helm. Doch er wurde nie gefunden und ich will ihn haben als das Herzstück für mein neues Museum. Wer ihn mir bringt, wird zum Chefarchäologen ernannt. Eine Position mit einem großzügigen Gehalt und tollen Benefits. Also, lass den Wettbewerb beginnen. Und er wird auch beginnen. Schlagen Sie ein. Nur zur Info, ich bin in Island. Und wir sind fein raus. Wow, die haben nicht gemerkt, dass sie ein Hologramm sind. Ja, und du hast es auch nicht. Schön, Feierabend. Etwas nach links, Shelly. Oh. Oh, jetzt meine Ohren. Nun zur Meldung des Tages. Archis aus aller Welt bewerben sich um die Leitung von Quail Egans neuem Museum. Zane Troy ist der haushohe Favorit auf die Stelle, doch Rip Dickman ist der Favorit beim Thema aus Versehen von einer Klippe stürzen und einen schrecklichen Tod sterben. Hier ein Vorgeschmack auf seinen in Gedenken an Beitrag. Was ist das für eine Scheißmusik? Die soll nicht gespielt werden, wenn ich tot bin. Krass, Mann, wie aufregend. Ich bin Archi-Assistentin, unglaublich. Damit das klar ist, du bist meine Übergangsassistentin. Wenn ich wieder einsteige, kann ich mir die besten Assistenten der Branche aussuchen. Oh, was ist denn das? Saltine, das ist Fleety, mein treuer Fleißaffe. Ich kenne Faulaffen, aber der ist ja auf Zack. Wie kommt sowas? Eine ausgeprägte Methamphetaminsucht. Also, Saltine, hast du mal von Wendell Banks gehört? Ein Archäologe, der vor ein paar Jahren verschwunden ist. Ganz genau. Wendell war einer meiner vielen männlichen Mentoren. Und was keine Sau weiß, außer Yosoi, ist, dass er auf der Jagd nach Hammurabis Helm verschwand. Wendell war eine Art Kriegerpoet, der immer kryptische Hinweise darauf hinterließ, wohin er als nächstes wollte. Das ist die letzte Sprachnachricht, die er mir hinterlassen hat. Was er sagt, ist nicht ganz verständlich. Sein Hinweis wurde durch das ständige Gekrächze eines meridianen Rohrsängers übertönt. Stimmt, das Gekrächze war ein meridianer Rohrsänger, aber das Kreischen war ein ecuadorianischer Seeadler. Alter Falter, du hast ebenfalls recht. Der andere Vogelruf wurde in der Aufnahme geschickt versteckt. Und es gibt nur einen einzigen Ort auf der Welt, wo sich ihre Zugrouten überschneiden. Wir machen uns also auf nach Indonesien.
Ja, er war hier, hat aber keinen Helm gefunden. Allerdings hat er ein paar Ziergewänder gestohlen. Ha, ein Archäologenklassiker, verlasse nie einen Ort mit leeren Händen. Hat er gesagt, wo er danach hin wollte? Ja, an einen Ort, an dem Wasser von oben herabfällt, wie Tränen vom Engel der Traurigkeit. Wir machen uns also auf nach Venezuela. Er war hier, hat aber keinen Helm gefunden. Allerdings hat er ein paar geheime Keramiken gestohlen. Das ist typisch Wendell, echt cool. Hat er auch gesagt, wo er hin wollte? Irgendwas von, wo man sich mit Falschen begrüßt und sich Mehmets Kaufleute vermengen. Wir machen uns also auf nach Istanbul. Ja, er war hier und hat den byzantinischen Sarkophag geklaut. Ha, ich lach mich tot. Rip, das ist kein anständiges Benehmen. Er sagte mir, er hätte Hunger und ich meinte, in der Nähe gibt es ein Hardee's. Wir machen uns also auf zu Hardee's. Ja, er war hier. Er wollte einen Becher für Wasser haben und hat ihn mit Limo gefüllt. Hat er gesagt, wo er hin wollte? Nee, er hat keinen Ort genannt. Mist, nach der Schnitzeljagd eine Sackgasse. Aber der Breitengrad sei 22 Grad, 46 Minuten, 54,8 Sekunden Süd, Längengrad 81 Grad, 45 Minuten, 43,2 Sekunden Ost. Das hilft auch nicht. Oder doch, natürlich. Rip, ich zeige Ihnen jetzt die erste aus der von mir sogenannten Reihe Saltines coole Erfindungen. Wow, kreativer Name. Voila, das ist ein Spiegel, der das Bild eines Löwen reflektiert, wenn eine Katze hineinsieht. Er basiert auf einem Poster, das ich als Kind in meinem Zimmer hatte und auf dem stand, das Wichtigste ist, wie du dich selbst siehst. Er liest also deine Gehirnströme und zeigt dir ein Spiegelbild deines inneren Ichs? Überhaupt nicht. Er kann nur erkennen, wenn eine Katze hineinsieht und dann spiegelt er das Bild eines Löwen. Gute Nacht, Saltine. Ah, nein! Viel Spaß, ich warte beim Flugzeug. Wegen dieser Bergwände kommen hier wohl keinerlei Funkwellen und Satellitensignale durch. Ein echtes Funkloch. Hier kriegt man nicht mal Howard Stern rein. Und jetzt wissen wir, welches Schicksal Wendell Banks ereilt hat. Könnte ein Tiger gewesen sein. Er muss in die Enge getrieben worden sein. Es gibt keinen anderen Weg hier raus. Es gibt immer einen anderen Weg, selbst wenn man ihn sich selbst schaffen muss. Ah, und hier haben wir ihn. Oh nein, da sind überall Schlangen. Ich rate mal, Sie hassen Schlangen. Nö, ich liebe sie. Oh. Ja, ich liebe sie und das habe ich schon immer, weil ich einen eigenen, einzigartigen Charakter habe. Ach so. Ich bin nicht etwa eine billige Kopie. Hätte ich auch nicht gedacht. Und da ich rechtlich gesehen meine eigene Person bin, die keine Angst vor Schlangen hat, werde ich einfach in dieses Loch greifen und einige von ihnen beiseite schieben. Ja, so, entschuldigt meine Süßen. Und den Hebel ziehen. So macht das ein Archäologe. Nicht zu fassen. Eine unberührte Zivilisation. Diese Neandertaler könnten ein ganzer Stamm von Missing Links sein. Und sieh mal, ich erspähe mit meinem Archi-Auge den Helm des Hammurabi. Ja, warten wir, bis sie eingeschlafen sind, dann schleichen wir uns rein und so viel dazu. Irgendwie habt ihr mich bemerkt. Weg hier! Okay, wir sind richtig am Arsch. Sehen Sie, sie starren alle auf den Helm. Setzen Sie ihn auf. Das ist ja interessant. Es sieht fast so aus, als würden Sie mich nicht angreifen, wenn ich den Helm trage. Ja, wenn Sie ihn tragen, werden Sie offensichtlich angebetet. Und jetzt verschwinden wir. Wow, wow, eine Sekunde. Sie beten mich an? Ja, und jetzt weg hier. Ja, eigentlich würde ich noch eine Weile hier bleiben und abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Was? Nun erhebt euch, mein Volk, und blickt empor zu eurem glorreichen Anführer. Oh, scheiße, Alter. Komm mal her, Saltine. Der Typ spricht unsere Sprache. Moin. Der Gute heißt Kurt. Rip, das hier ist doch verrückt. Bring dir einfach den Helm zu Egan. Wozu die Eile? Hier haben wir doch alles. Rund um die Urbewunderung. Das Kokosnusswasser wird kostenlos nachgefüllt. Außerdem gibt's hier diesen grünen Smaragdwaldschnee. Und ich sag dir, der knallt so richtig. Ja, ist schon klar. Sie fühlen sich gut. Aber wir brechen bald auf, oder? Klar. Oder lass mich ausreden, wir tun es nicht. Lass mich ausreden, wir leben hier für den Rest unseres Lebens. Lass mich ausreden, wir ziehen uns mehr Grünstoff rein. Lass mich ausreden, wir zischen alles. Lass mich ausreden, bis wir sterben! Wiedersehen, Rip. Alles klar, aber dann wirst du leider auch meine Krönungszeremonie verpassen. Kurt sagt, es wird die größte Party seit vielen Monden. Hey, Saltine, wo ist Rip? Ach du Scheiße, er ist tot! Was? Nein, er kommt einfach nicht mit. Och, tut mir leid, das war verwirrend. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, wir hätten ihn verloren. So einen Scheiß kannst du doch nicht abziehen. Hier führen wir die Zeremonie für den neuen Anführer durch. Cool. Und was sind meine Aufgaben? Sie haben mit allen Stammesmitgliedern Sex. Sag das nochmal, Kurt, du sprechender Neandertaler. Entschuldigen Sie, meine Wortwahl ist manchmal daneben. Ich habe gesagt, Sie müssen mit allen Stammesmitgliedern Sex haben. Tun Sie es nicht, werden wir Sie umbringen. Oh, mal sehen, was mich so erwartet. Ach du Scheiße. Ich will ja hier keine schlechte Stimmung machen, Kurt, alter Kumpel, aber da geht mir der Arsch etwas auf Grundeis. Ist nicht so, dass ich keine Eier in der Hose habe, aber die Theke hat heute zu, wenn du verstehst. Entschuldige. Ich mutiere echt zur Labertasche, wenn ich Backenwedeln habe und du fragst dich, wer ist diese schlaffe Nudel? Habe ich recht?
Ich glaube, ich weiß, wie ich Rip davon überzeugen kann, mit uns zurückzufliegen. Saltine, hör auf! Wir können ihn nicht zwingen, mitzukommen. Aber was ist mit dem Archäologenwettbewerb? Die Archäologenwelt hat Rip wie Hundescheiße behandelt. Sie haben auf ihm herumgetrampelt, ihn zerkaut und wieder ausgespuckt, genau wie man es mit Hundescheiße macht. Wenn er einen Ort gefunden hat, an dem er glücklich ist und respektiert wird, wie können wir von ihm verlangen, das aufzugeben? Gutes Argument. Ich hoffe nur, er ist, um Pharrell zu zitieren, happy. Hä? Fleety? Wo ist Rip? Ach du Scheiße, er ist tot! Meine Fresse! Ihr müsst echt mit dieser Kacke aufhören! Rip, sind Sie hier drin? Rip? Oh ja, füll mich auf, mein Reiter. Benutz mich, du Hengst. Abgefahren. Sorti, hol mich hier verdammt nochmal raus! Hä? Ich dachte, Sie würden... Meine Ködelkiste umgeräumt kriegen? Die sind zum Glück so dumm, dass ich sie mit einer Sexpuppe aus Stroh austricksen konnte. Also, rettest du mich jetzt, oder was? Ja, wie? So, es wird Zeit für Saltines coole Erfindungen. Oh, so ein Dreck, nicht der Katzenspiegel. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Jetzt reflektiert er nicht nur, sondern er projiziert auch Hologramme. Aufgepasst! Es funktioniert! Ich weiß! Oh, jetzt hast du die Rückwand erwischt. Und weiter! Geschafft. Okay, das muss ich einfach fragen. Wo hat Fleety mitten im Dschungel ein Kätzchen gefunden? Na klar, es ist ein Tiger, Junges, und Mama ist stinksauer. Fleety, du Felldödel! Oh, das kann nicht gut sein. Okay, das kenne ich doch. Quatsch, als ob das jemand sagen würde. Tiegeleine! Lauf weiter! Das ist ja seltsam. Ja. Ich muss aber zugeben, sieht gar nicht so schlecht aus. Super! Starte das Flugzeug! Entschuldige, Boss! Ich hatte keine Chance! Ich nehme den Helm gern an mich, Rip. Wenn du ihn so sehr haben willst, lutsch mir zuerst den Schwanz. Ich nehme ihn mir einfach. Ja, na gut, ich meine, klar, ich kann deinen Standpunkt auch gut verstehen. Das muss man ihm schon lassen, er ist echt nicht übel. Wie hast du uns überhaupt gefunden, Zane? Die Visitenkarte, die ich dir gegeben habe, die auf der Fick dich steht, die du aber trotzdem behalten hast, weil du ein Horter bist, hat einen Peilsender. Oh, du meinst die beschissene Karte? Oh Mann, das ist unglaublich. Ich steck sie mir trotzdem wieder in die Tasche. Ich wusste, dass Wendell Banks auf der Suche nach dem Helm verschwunden ist, also dachte ich, ich mache es wie Rip und folge der Spur meines männlichen Mentors. Wow, Zane, du bist eine Weltklasse-Arschgeige. Du verletzt meine Gefühle. Wirklich? Nein, das war eindeutig Sarkasmus. Dein trockener Humor macht es völlig unmöglich, das zu erkennen. Los, der Helm. Von mir aus, du hast gewonnen, Zane. Nein, Zane Troy. Wenn du Rip diesen Helm wegnehmen willst, dann musst du erst an seiner vorübergehenden Assistentin vom... Saltine! Corpus Floraria. Klingelt da was, Rip? Ach, egal. Das Gegenmittel liegt am Strand, 2 Kilometer in dieser Richtung. Ich verabschiede mich, du verstehst schon. Ciao, ciao. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Schnappen Sie sich den Helm. Nein, Boss, wir müssen Sie ins Krankenhaus bringen. Das mit dem Pfeil ist meine Schuld. Ich hätte es ahnen müssen. Nicht, Saltine, halte durch. Oh nein, es passiert schon wieder. Würde ich meine vergangenen Fehler wiederholen, wenn ich dem Helm nachjage? Ist das meine Gelegenheit, eine bessere Wahl zu treffen? Oder treffe ich dieselbe Entscheidung wie zuvor in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis? Egal, wie ich mich entscheide, werde ich es bereuen oder werde ich mich im Ruhm sonnen, weil meine Entscheidung richtig war? Und ist das ein Akt des freien Willens oder bin ich eine Marionette des Schicksals? Wenn ich den Helm zurückhole und auf Kosten von Saltines jungem Leben wieder der Größte werde, kann ich dann damit weiterleben? Oder werde ich, wenn ich ihr Leben rette, und in die Dunkelheit zurückkehre, für immer von Verbitterung erfüllt sein. Was verdammt nochmal soll ich nur machen? Das ist... Und nun möchte ich Ihnen allen meinen neuen Chef-Archi vorstellen, den Mann, der mir Hammurabis Helm gebracht hat. Zane Troy. Vielen Dank. Dass ich den Helm gefunden habe, verdanke ich nur meinem alten Freund. Rick Dickman. Yep. Scheiße gelaufen. Danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben, Rip. Aber natürlich, Saltine. Es lag doch immer auf der Hand, was ich tun würde. Was? Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe Sie in all das hineingezogen und das hat nichts gebracht. Ich hoffe, Ihre nächste Assistentin macht Sie stolz. Das hat sie schon. Überraschung! Du hast die Festanstellung als meine Assistentin. Ist das Ihr Ernst? Aber wir haben meinetwegen den Helm verloren. Wir haben den Helm wegen Zane verloren. Aber du hast mir geholfen, wieder auf das sprichwörtliche Archipferd zu steigen. Ich weiß, dass deine Familie deinen Lebensstil nicht gut heißt, Saltine, aber die können zur Hölle fahren, wo sie brennen werden, 1000 Jahre lang, während wir sie auslachen und mit unserer heißen, schaumigen Haferpisse ihre verkohlten Leichen bespritzen. Mit der Kraft tausender von Starkbier betrunkener Hengste. Diese Rede war einfach nur richtig schön. Danke. Ich habe sie auf dieses Stück Klopapier geschrieben, als du bewusstlos warst. Sogar Swooper hat ein paar Ideen eingebracht. Immer wieder gern. Und, was steht so als nächstes an, Boss? Ich melde mich bei Ihnen.
Ich bin mir sicher, das hier trifft deinen Geschmack. Rip, ich bin so froh, dass Sie zurück sind. Das Telefon hat nicht mehr stillgestanden. Wegen Jobangebot? Nein, es klingelt ständig und der Hörer fällt runter. Ich habe die Telefongesellschaft angerufen und sie werden es morgen reparieren. Da. Oh ja, ziemlich unheimlich. Außerdem haben Sie einen Haufen E-Mails mit Jobangeboten reinbekommen. Im Ernst? Ich glaube, ein paar kleinere Museen haben gesehen, was Zane in seiner Pressekonferenz über Sie sagte. Denn sein trockener Humor macht es völlig unmöglich zu erkennen, wann er sarkastisch ist. Ich glaub's nicht, Agatha. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Rip Dickman ist zurück! Hey, Swooper. Ich bin dann mal in meiner Geheimkammer. Guten Abgang. Hey, Babe. Endlich geht's aufwärts für mich. Bald werde ich den Gral finden und dich zurückholen. Aber bis dahin musst du dich nicht sorgen, dass ich dir untreu bin. Denn Dates interessieren mich nicht, nur Daten. Vor allem die Kohlenstoffdatierung.